Hallöchen Leute, willkommen zurück hier zu Angry Birds Epic. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, wahrscheinlich kurz vor dem Verlies hier wieder mal. Und, oh, was haben wir denn da Schickes? Ein Schnäpfel. Ein Schnapfel. Und machen hier weiter. Haben wir letztes Mal anscheinend nicht viel geschafft, wa? Eins, zwei oder drei Battles, weiß ich gar nicht. Oh, jetzt kommen die Viecher schon wieder, ist ja ätzend. Au, au, au. Das tut jetzt schon weh, das weiß ich jetzt schon mal. Oh, die haben aber gar nicht viel Leben, glücklicherweise. Pam, pam, pam. Da, die haben mich entzaubert. Ist das ja fucking ernst? Shit. So, ist meine Maus da? Ist sie. Verschwunden. Oh, jetzt gehen sie auf meinen Birdie. Das ist ja ganz klasse. Ja, da beschweren sich schon wieder neue Leute. Dann würde ich, mal sagen, töte ich hier einfach mal den hier. In zwei Runden sollte der ja tot sein. Hat der gerade auch ganz gut geklappt. Ja, Schaden machen die schon, muss ich sagen. Ätzend. Juhu! So, dann kann man den auch töten. Ist ja kein Ding. Sollte ja nur eine Welle gewesen sein. Relativ schwach. Können wir aber mal heilen, warum nicht? Kriegen wir Punkte dazu und der kriegt auch noch eine Heilung, falls irgendjemand noch nicht Full Life war. Ja, er selber. Tschu! 10.000, 10.000 und 10.000 Punkte. Das heißt, ich habe das Maximum bekommen. Gut, nicht unbedingt das Maximum, sondern da hätte man noch ein paar Leute hätten beschwören können. Ja, Schneeäpfel. Zwei Schneeäpfel. Die aber gerade egal sind. Brauche ich später nur für irgendwelche Rezepte. Ich glaube, für die Eistorte brauche ich. Für diese komische Torte brauchte ich. Was alle Vögel um 200 heilt. Krass, einfach nur. Hat aber, glaube ich, eine ganze Menge gekostet. Ich kann ja mal netterweise beim Dings nachgucken, hier bei dem Rezeptel-Ding. Da ist er. Sollten wir eigentlich gleich hier sein. Wenn wir nicht so weit rausgescrollt sind. So, hier haben wir zum Beispiel so ein Ding. Da brauchen wir noch diese Schneeäpfel noch ein bisschen. Bananas. Wo habe ich denn bitte Bananas her? Aber gut, hier brauchen wir eher erst Rang 15. Dafür die super, super scharfe Gemüsekuchen für die Wutschiele um 50% auf. Und ein Schneesaft, Schneeapfelsaft Rang 1. Müsst ihr alles noch kaufen, ist arschteuer. Deswegen lasse ich es einfach mal. Das fahren wir wahrscheinlich später mal durch irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Trainingsrouten zusammen, keine Ahnung. Schauen wir mal. wir können ja leider gar keine Items verkaufen, soweit ich das weiß. Das würde ich gerne meinen ganzen Schrott verkaufen. Ui. So, die sind glaube ich ein bisschen gefährlicher, deswegen werde ich die erstmal töten, haben zwar ein bisschen mehr Leben. Aber sind aber auch mit zwei Runden tot. Ich werde jetzt gar nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, was genau dieser Button gemacht hat. Könnte man jemand mal erklären, aber irgendwie. Ein Play-Button macht er das schneller, oder wie? Ich sehe nicht, dass es schneller ist. Seht ihr das schneller? Ach so, automatisch. Nee, das ist ja auch uncool. Hör mal auf damit, Alter. Was macht denn der für eine Kacke? Mega au. Also das automatische. Siehst du, das kann ich theoretisch machen, wenn ich mal irgendwas farme. Dass man da einfach mal. Tja, lässt den Button machen. Das ist so automatische Farmung. Von irgendwelchen Materialien. Finde ich cool. Aber es ist gerade etwas unpassend. Vor allem, weil die KI ein bisschen bescheuert ist. Weißt du, statt den zu heilen, der am wenigsten Leben hat? Nein. Also prozentual am wenigsten Leben. Was macht er? Er greift und heilt den, der am meisten Leben hat. Oder der mit am meisten Leben hat. Aber ja, so ist die KI. Immer schön meinen Paladin angreifen, ist kein Ding. Tschu! Jetzt kann man den auch mal heilen. Und der kann angreifen. Pam! Warum hat er jetzt meinen Schwindler geheilt? Uncool. Oha. Drei von den bösen Leuten. Ich find's cool, ich mag Eisiges. Ich finde, dieser Eis ging echt mega episch. Oh oh. Da macht er 700 Schaden oder so. Pam. Zack. Sollten ihn natürlich gleich deffen. Und auch noch heilen, warum nicht? Ich glaube, mal Schaden sollte das nicht. Irgendwie 280 Schaden kriegt der, glaube ich, ab.
Ja, ganz klasse, weißt du? Penner. Der hat mein Schild entzaubert. Das war natürlich mega uncool. Auch schon wieder auf ihn. Ich glaube, du spinnst, ey. Jetzt kann mich nichts mehr entzaubern. Ja, das war... Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Dass die da einfach mal mein Schild entzaubern können. Böse, böse. Aber in zwei Runden ist er auch wieder tot. Oder zweiter Runden. Aua, vergiftet. Aber glücklicherweise gereinigt. Ist gut, dass die Heilung auch noch reinigt. Jetzt hör aber auf damit. Jetzt reicht's aber. Ne, die Wutschild jetzt zu benutzen ist irgendwie Verschwendung. Kleine süße Birdies. Und er gibt ja 280 Schaden. 245 sogar nur. Ist ja gar nichts. Jetzt kann er mir noch aufhören aufzuladen. Ist ja ätzend. Jetzt hat mein armer Paladin schon so viel abgefangen und der macht immer weiter. Ihn juckt das nicht. Aber ich bräuchte auf jeden Fall noch einen AOE-Effekt auf der Chili-Schote. Der hier ist. Der Schwindler müsste irgendwie noch einen besseren Effekt bekommen. Wobei ich eigentlich statt dem Schwindler die Bombe mitnehmen könnte, oder? Aber nee, der hat ja so einen Entzauberungseffekt. Das ist ja das Gute auf ihm. Deswegen kann ich das nicht machen. Jetzt wäre sogar mal so ein AOE-Effekt richtig nice gewesen. Aber... Tja. Au, jetzt reicht's aber. Was hat denn der jetzt gemacht? Imitieren... Das Schwein mit dem niedrigsten Leben steht die Heilung des Ziels. Okay. Ich werde Trank benutzen. Er sollte gereinigt sein. Aber wir schauen mal, wie viel Leben er noch hat. 302. Die machen 120 insgesamt. Und er macht 105. Na gut. Können wir töten. Wobei... Achso, nee, mein... ich wollte schon sagen, hä? Nee, jetzt wollen die natürlich noch mehr Schaden. Ach, leck mich am Arsch. Oh, er heilt ihn glücklicherweise. Dankeschön, du bist zu nett. Jetzt sollten wir aber mal die Chili-Schote benutzen. Ich bin ja doch ein bisschen zu risky. Und meinetwegen kannst du die ganze Zeit heilen. Nächste Runde werde ich nämlich töten. Kleine Mistratte. Wobei, es geht gar nicht. Ich kann die gar nicht töten. Aua. Mega weh. Jetzt aber greifen sie wenigstens nicht mehr alle meinen Roten an. Vielleicht fokussieren sie jetzt mal was anderes. Ach, dankeschön. Du bist zu nett. Das kannst du dir aber sparen, auf jeden Fall. Gereinigt. Oh, scheiße, er hat überlebt. Und die Wutschili ist voll. Wer hätte das gedacht? Meiner macht schon nicht gerade wenig Schaden. 252. Oh, eine süße Heilung. Ist ja niedlich. Ja, das kann sich meinetwegen gerne ausheilen die ganze Zeit. War eigentlich ein Joke, aber gut. Stun ihn. Betäube ihn, wie auch immer. So, greift er mir jetzt an, dann ist er tot. Er ist tot. Tot! Mistvieh! So, drei Wellen wieder, das heißt, ich müsste wieder alle drei Sternchen kriegen. Kein Ding, kein Ding. Sogar noch viel, viel mehr als alle drei Sternchen. Gib mir die drei Wassertropfen! Ach, Mensch! Ich hätte gerne mehr Freundschaftsessenzen. Siehst du, mehr Freundschaftsessenzen kannst du Resultate neu auswürfeln. Schenk mir Freundschaftsessenzen! Ich hab's irgendwie immer noch nicht hingekriegt, Freunde hinzuzufügen. Hm, ist ja doof. Und warum kriege ich das Verlies noch nicht? Ein Rezept. Ein Rezept, ein Rezept. Ich muss es nachgucken. Eine Karte. Wobei ich eigentlich den Schwindler rausnehmen könnte, weil die Gegner haben ja jetzt irgendwie keine Effekte mehr. Und da haben wir auch... Oh ja, okay. Ja, vier Leben mehr dazu ist ja richtig heftig. So, können wir nicht für den Bonbon was Besseres machen? Nö, der sieht auch ziemlich full equipped aus.
Ja, theoretisch könnten wir die Bombe jetzt eigentlich mitnehmen. Aber er macht mehr Schaden. Der Schwindler. Wie viel Leben hat er? 380? Der hat 396. Pirat. Heißt er nicht erst Bombe, jetzt heißt er Pirat? Ich glaube, das ist die Klasse. Dann heißt er auch gar nicht Schwindler, dann heißt er irgendwie anders. Ursprünglich. Ja, gute Frage. Wir gehen erstmal wieder zurück. Da unten übrigens war links die Stempelkarten gewesen. Wenn er noch ein paar Sekunden zurückspult, die 1 da, die unten liegen, neben dem blauen, neben den Schweinestorschlüsseln. Tja. Gute Frage. Was machen wir jetzt? Ich will in das scheiß Ding hier rein. Ätzend. So. Ja, ich finde den Schwindler aber ganz toll. 168 Schaden, der macht noch 161 Schaden. Ha. Tja. Ist eine sehr gute Frage. 520 Schaden ist ja wahnsinnig bei meinem Schwindler. Der bleibt drin, auch wenn ich das AOE-Ding toll finde. Ich glaube, die Wutschilde kann man auch für was anderes benutzen. Die kann man gut für die Heilung benutzen. Magier ist schon wieder neuer. 3x 42 Schaden, 3 Runden vor 46 Schaden, bla bla bla. Oh, blockiert 2 Runden lang die Wutfähigkeiten. Das ist ja mega ätzend. Dann greif mal lieber normal an. Nein, er beschwert natürlich. Ätzend, ätzend, ätzend. So, wie viel Leben hat er noch? 136, die macht. 145, guck mal, das stimmt sogar 1 zu 1. Der wird auch keinen neuen beschwören. Pam! Das ist ja süß. Und selbst wenn er einen neuen beschwört, wir haben ja auch recht, glaube ich. Guck mal, können wir ein bisschen mehr Erfahrung. Oh, wie cool, Alter, wie er Eissplitter schießt. Finde ich auch nicht schlecht. Ah, zack und zack und zack. So, nächste Runde kann ich wieder meine Wutfähigkeiten benutzen. Nein, immer noch nicht. Es sind jetzt 2 Runden gewesen eigentlich, aber gut. Ich kann die auch reinigen, das ist auch kein Ding. Also so ein Problem wäre das jetzt nicht unbedingt. Was, lass ihn in Ruhe, Alter. Ich glaube, du spinnst, ey. Komm, nimm die Wutchili und hau dir mal rein. Pam! Der hat mega kassiert. Au, meiner natürlich auch. Dann gehen wir lieber noch auf den Paladin. Pam! Und Pam! Und tot ist er. Nee, maximale Punkte? Ich glaube nicht wirklich. Dafür haben wir ein bisschen zu viel Leben gehabt. Schauen wir mal. Minimal kurz davor. Gib mir die 3 Schoten. Auch nicht. Ach, ihr seid gemein. Ihr seid richtig böse zu mir. Und jetzt sollten wir eigentlich, ich glaube, zu der Klassentaverne, dort kommen wir noch nicht so ganz. Und ich habe so das Gefühl, jetzt kommt wieder eine Goldklasse. Naja, es war so klar. Ihr Schweine. Gut, dann machen wir das noch, auch wenn der Part Überlänge dann bekommen wird. Ist egal. So, ich würde sagen, für das Ding schauen wir uns einfach mal noch das Video an. Kann, glaube ich, nicht. Und schon wieder Clash of Clans. Ja, das kommt auch immer noch dran. Diese unterschwellige Werbung hier. Oh, dieser unterschwellige Hinweis. Spiel Clash of Clans. Spiel es. Ich bin ja dabei. Ich will erstmal Angry Birds durchspielen. Nicht, dass ich hier 5000 Mobile Games nebeneinander habe. Ich habe ja eigentlich schon vor Angry Birds noch ein anderes geplant gehabt. Aber das ist dann doch erstmal wieder auf... Ach du Scheiße, ist der fett. Okay. Was stand da? Achso, zusätzliche Angriffskraft, okay. Na, glücklicherweise haben wir unseren Paladin dabei. Der wird das nämlich abtanken. Arme Sau. Ja, er betäubt ihn zwar für 3 Runden, das heißt, ich kann aber trotzdem meine Reinigung raufhauen. Das juckt mich sowas von gar nicht. Macht natürlich ein bisschen mehr Schaden jetzt, ne? Pam! 410, das ist nicht gerade wenig.
Aber den haben wir dann in der letzten Wave dann schon wieder fertig. Von wieder Full Life. Dauert ja mal 3 Runden, bis er voll ist. Kann ich ihn auf jeden Fall nächste Runde, muss ich ihn auf jeden Fall nochmal angreifen, weil er nämlich den Fokus jetzt verloren hat. Damit er meinen Roten wieder angreift. Bam! Alter, macht der einen Damage, Mann, holy shit. So, können wir eine Wutschili hier raufhauen, denn je mehr... Jetzt klickt die Wutschili an, Alter, das geht mir sowas von auf den Sack. Kriegt der Leben wieder dadurch? Ne, leider nicht, schade. Oh, 3 Runden wieder, 2 Runden habe ich wieder nach Zeit. Pam. So, Heilung und ja. Ich weiß nicht, ob er es überlebt. Naja, er hat den Fokus verloren. 400. Könnte knapp werden. Ich hoffe einfach mal, dass sie ihn angreifen. Der mit dem meisten Leben, ne? 482. Jetzt hat er eine Scheiße, ich Idiot. Nee, ist eigentlich egal gewesen. Ich heile einfach mal in der Hoffnung, er wird nicht getötet. Ja, meine Hoffnung war leider falsch. Na gut, dann halt so, ist ja auch egal. Kriegen wir jetzt halt zwar nur 2 Sternchen wahrscheinlich. Aber das macht auch nichts. Der Typ war schon ein harter Brocken. Ah, ist auch gut zum Farmen, muss ich sagen. Ist eine relativ einfache Routine, 35.000 nur. Na gut. So oder so hätte es nicht viel gebracht. Die Kiste hätte man so oder so nicht bekommen. Ja, dann würde ich sagen, 16 Minuten 53. Wenn ihr wissen wollt, was in der Taverne für Klasse auf uns lauern, dann schaut rein beim nächsten Part von Angry Birds Epic. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal an. Bye, bye.